Servus Leute. So, und bevor wir zu dem Jabo kommen, eine kleine Anekdote. Schaltet nicht gleich weg, es könnte für euch auch interessant sein. Zu dem letzten Video, als ich gezeigt hatte, mein schönstes und mein hässlichstes Messer, habe ich das K-Bar TDI in die Kamera gehalten. Es wurde drunter ein Kommentar abgegeben vom K2L, keine Ahnung, müssen wir drunter schauen. Also ich werde den Kommentar drin lassen, ich werde ihn nicht rauslöschen. Vielen Dank an der Stelle. Er hatte mich darauf hingewiesen, dass seiner Meinung nach das K-Bar hier in Deutschland nicht dem Trageverbot unterliegt, sondern illegal ist, also sprich verboten. Und hat da auch einen sehr nützlichen Link mit drunter gehangen. Und hat die Bemerkung beendet mit, solltest du hier in der BRD residieren, dann gnade dir Gott. Ich denke mal, er hat es nicht böse gemeint. Das war sicherlich auch so ein bisschen mit einem Lächeln. Da ich aber ein sehr vorsichtiger Mensch bin, um nicht zu sagen ein Schisser, und auch im Schützenverein tätig bin, ich bin auch so einer, der in seinem Auto nicht einen Verbandskasten, sondern zwei hat. Und wenn mich unsere liebe Polizei fragt, wo ist denn ihre Schutzweste, also ihre Warnweste, nicht Schutzweste, frage ich dann immer, welche. Weil bei mir befindet sich eine Warnweste unter dem Fahrersitz, eine Warnweste unter dem Beifahrersitz und eine dritte Warnweste hinten im Kofferraum. Weil diese Scheißdinger kosten nicht viel, genauso wie die Verbandskästen. Und wenn ich wirklich mal irgendjemand helfen will, möchte ich vorbereitet sein. So. Aber nichtsdestotrotz, ich muss auch mal dazu sagen, ich ertappe mich auch sehr gern, wenn man unsere Freunde in Grün-Weiß sieht oder mittlerweile in Blau-Silber, ertappe ich mich gern bei dem Gedanken, ach scheiße Bullen. Tja, ich habe auch schon mal mehrfach, ich habe schon mehrfach das böse Wort Bullenschwül in den Mund genommen. Egal, in dem Fall habe ich jetzt gesagt, okay, wenn er das da drunter schreibt, und wie gesagt, der Link ist sehr, sehr nützlich, schaut euch das mal an, da sind auch Kuriositäten dabei, sowas wie, was war denn das Einzige? Also das Letzte, was ich gelesen habe, war ein mit Rasierklingen besetzter Handschuh. Ist das erlaubt? Fragezeichen. Lest euch durch, da sind geile Sachen dabei, da sind auch diese Riddick Claws dabei, vom, ich glaube, das war im zweiten Teil. Sehr, sehr interessant. Also Kato, nochmal vielen Dank. Sehr interessant. Ja, ich war jetzt gleich auf dem Revier. Deswegen auch hier die Tasche, weil ich kenne es so vom Schützenverein, dass man seine Sachen in einem verschlossenen Behälter transportieren soll. Also hier ein kleines Schloss dran. Gleich das Ding mal aufgemacht. So, und dann kam ich natürlich auf das Revier und das Erste, was passiert, ist ein lachender Polizist. Ich habe draußen gestanden und habe mehrfach geklingelt, weil da war so ein Aufsteller und da stand da, Polizei, bitte klingeln. Also habe ich geklingelt und habe dreimal geklingelt und nichts ist passiert. Und dann dachte ich, scheiße, guck's einfach mal, ob die Tür offen ist. Und die Tür war offen. Das heißt, dumm wie ich bin, habe ich vor einer offenen Tür geklingelt. Aber gut, man ist ja wohl erzogen. Dann bin ich rein und dann kam er mir schon lachend entgegen und sagt, ich habe sie schon gesehen. Und dementsprechend war dann das Eis sofort gebrochen. So, dann habe ich ihm das gezeigt. Ich habe ihm die Sachlage erklärt, habe gesagt, mein Bekannter, mein Freund aus Österreich hat mir das zukommen lassen. Ich sage, dann wurde ich darauf hingewiesen, dass das in Deutschland illegal wäre. Wie ist hier die Sachlage? So, dann muss ich jetzt dazu erklären. Kato hat drunter geschrieben, die feststehende Variante von dem TDI, von dem Law Enforcement, wird als Faustmesser deklariert. Da aufgrund des Winkels diese Schneide, also die Faustmesser sind ja die, wo ihr den Griff in der Hand habt und die Schneide oder, ja, kommt dann meistens hier in der Mitte raus. Das ist hier wohl ähnlich. So war die Aussage. Aber es gibt kein, kein Urteil bis jetzt zu dieser Variante. Also habe ich ihm das gezeigt. Mal sehen, was passiert. So, das war die Tür. Alle wieder wach. So, kurz Tür gesichert. Weiter geht's. Wo war ich? Ja gut, auf jeden Fall habe ich den Polizeibeamten dann gefragt. Und da sagt er, Moment, ich habe da zwar so meine Meinung dazu, aber wir haben da hier einen Experten im Haus. So, und dann hat er dementsprechend dann seinen Kollegen rufen wollen, hat ihn aber leider nicht erreicht, hat da auf der Wache gleich mal einen kleinen Alarm ausgelöst, musste dann nochmal lachen. War schon sehr witzig. Er hat gesagt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich gehe jetzt selber hoch und frage den.
Ich sage, ja, vielen Dank, keine Angst, das Messer kriegen Sie gleich wieder. So, und dann ist er hochgegangen zu seinem Kollegen, hat ihn gefragt, kam runter, hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein, das ist Quatsch, Sie können das Ding gerne sammeln. Hat mich gefragt, ob ich hier aus der Stadt käme und wie mein Name ist. Ich sage, ja, ich komme hier aus der Stadt. Er sagt, ja, ich wollte mal wissen, ob ich Sie vielleicht von Facebook kenne. Ein Polizist, der Facebook benutzt, das hat mich ja komplett aus dem Ruder geworfen. Okay. Auf jeden Fall, ja, ich denke mal, hat sich dementsprechend meinen Namen jetzt noch gemerkt oder irgendwo notiert vielleicht, keine Ahnung. Hat aber gesagt, kein Problem, machen Sie sich mal keine Gedanken. Er sagt, wenn ich Sie natürlich draußen erwische und Sie tragen das Ding, ist das was anderes. Das ist ja dann die Ordnungswidrigkeit. Er sagt, aber grundsätzlich ist dieses Ding aus unserer Sicht und nach unserer Aussage jetzt nicht verboten. Habe ich mich bedankt. Er hat mir dann übrigens noch einen schönen Tag gewünscht, wir haben uns noch die Hand gegeben und hat mich dann zum Ende noch aufgefordert, sammeln Sie ruhig weiter. Ach so, das Wichtigste vergessen, er hat mir dann übrigens noch gezeigt, er sagt, welche natürlich auch ein Problem darstellen, sind die mit den Daumenpins zum Öffnen. Und dann zieht er doch seinen Schlüsselbund raus und sagt, sowas wie das hier. Da dachte ich schon, oh, ein Bulle, der ein Einhandmesser mit sich rumträgt. Entschuldigung, ein Polizist, ein Polizeibeamter. Es war aber nur ein kleines, also von daher war das okay. Also, die Polizei, dein Freund und Helfer, kann ich für heute absolut unterstreichen. Sehr, sehr, sehr freundlich, also super freundlich, sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. War ein sehr nettes Gespräch. Er war sehr interessiert an der ganzen Sache, hat mir jetzt natürlich recht gegeben. Deswegen seid immer vorsichtig mit Halbwahrheiten. Ich hatte auch schon mal zu einem der ersten Videos einen Kommentar unten drunter von wegen, das MOD wäre verboten. Das ist ein Springmesser und die Polizei kommt vorbei, nimmt mir alles weg und... Entschuldigung. Kato, das bezieht sich jetzt nicht auf dich. Das war zu dem anderen Kollegen. Es gibt eine Ausnahme. Hiervon die Ausnahme bilden Messer, die sich zur Seite öffnen. Das heißt, wenn ihr einen 350er habt von Zero Tolerance oder wenn ihr ein MOD habt oder wenn ihr, keine Ahnung, ein Protec habt, ist das alles okay, solange wie die Klinge nicht nach vorne rausschnippt. Und wie gesagt, hier bei dem gleichen, das zählt jetzt hier nicht als Faustmesser. Ist damit, unterliegt natürlich dem Trageverbot. 42a ist klar, weil arretiert. Aber man darf es trotzdem sammeln. Und der Polizist hat dann zwischenzeitlich auch gesagt, wäre ja auch doof, sonst könnte man ja überhaupt nichts mehr sammeln. Ich sage, es freut mich, dass Sie das so sehen. Also der war sehr zuvorkommend, sehr freundlich, hat sich gekümmert, hat mir sofort geholfen. So viel dazu. Also nicht Angst und Bange machen lassen. Alles okay. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, geht einfach auf das nächste Polizeirevier, fragt nach, die Jungs haben Ahnung, die müssen es wissen. Und wenn dann irgendwas sein sollte, könnt ihr immer noch sagen, der Herr, keine Ahnung, was ist das für ein Dienstgrad? Drei silberne Sterne oben. Kommissar, Hauptkommissar, keine Ahnung. Der Herr R-Punkt hat gesagt, das ist okay. So, das dazu. Und was noch viel geiler war, ich kam dann zurück. Und als ich unten an der Haustür, auf die Haustür zulief, sah ich von Weitem schon DHL. Also das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Paket von Stefan. Stefan, ich hoffe, du hast kein Problem, wenn ich das jetzt hier vor der Kamera öffne. Im Moment mache ich es noch mit meinem EDC auf. Dem super lief. Sehr geiles Messer. Ich wusste da nicht genau, welches ich als EDC tragen sollte. Ich habe mich jetzt für das super lief entschieden. Was das nächste EDC wird, bin ich mir eigentlich zu 95% sicher. Das wird nämlich... das Endura in ZTP, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber für heute muss es das Superleaf, muss das Superleaf herhalten. 100% recycelt. Mhm. Ach Stefan, du kleiner elendiger Blitzverbesserer. Nein, finde ich super cool. Genauso wie dieses komische Karto-Pack da. Was mir der Frank mit reingetan hat. Fand ich sehr cool. Also ich nutze auch gern alte Sachen, wenn ich irgendwelche Pakete verschicke. Man muss ja nicht immer gleich alles neu kaufen. So, was haben wir denn hier drin? Hoffentlich keine Sexspielzeuge. Oder vielleicht doch.
Okay. Wir haben zwei Messer. Sogar noch mit der gleichen Beschriftung von mir. Und wir haben einen Comic. Ein Neil Gaiman. Das ist ja sehr geil. Okay, ich muss das mal hier alles wegräumen. Verdammt. Sehr geil. Stefan, vielen herzlichen Dank. Neil Gaiman ist mir natürlich ein Begriff. Niemandsland. Sehr cool. Wäre nicht nötig gewesen. Wäre absolut nicht nötig gewesen. Aber vielen herzlichen Dank. Da habe ich doch gleich was zu lesen. Sehr cool. Für Leute, die Neil Gaiman nicht kennen, macht meiner Meinung nach eher Sachen für Erwachsene, aber eine absolute Koryphäe, was Graphic Novels angeht. Also der Mann hat es echt drauf. Wie hieß denn das andere? Sandman? War das Sandman? Ja, keine Ahnung. Also von Neil Gaiman habe ich auch irgendwas. Ich glaube Sandman war das. Ja, egal. Stefan, vielen Dank. Sehr, sehr geil. Da freue ich mich schon drauf. Sehr, sehr cool. Da werde ich gleich mal reinschauen. Ja, und das andere müsstet ihr eigentlich kennen. Ja, mache ich dann später ab. CRKT ist aber die falsche Box. Ist die von meinem... das ist die von meinem Fossil. Und ich hatte ja Stefan das Apache mal zum Testen gegeben. So, weiter. Hier müsste, genau, hier ist dementsprechend ein nicht verbotenes Messer drin. Das ist das Springmesser, von dem ich eben sprach. Es kommt zur Seite raus. Es ist damit vom ist damit nicht illegal. Unterliegt trotzdem 42a Trageverbot. Okay, dann war es das schon wieder für heute. Das lag mir auf dem Herzen, das wollte ich noch mit euch teilen. Dann, wie immer nochmal, danke an Kato für den Hinweis. Wie gesagt, schaut es euch an, sehr, sehr, sehr interessant. Ein noch viel größerer Dank an Stefan. Vielen herzlichen Dank. Ja, und danke an euch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal und ciao.